Liebe Zuschauer, da sind wir mit einem tollen Gadget. Wir haben mal wieder in unserem Katalog gestöbert und haben was entdeckt. Das muss man jetzt einfach haben. Also etwas, das ich wirklich auch noch nirgendwo anders gesehen habe, wo ich so beeindruckt war. Und da habe ich gesagt, Ralf, das müssen wir vorstellen. Und jetzt kommen wir damit zu Ihnen nach Hause. Eine, wie kann man das nennen? Eine Matte, die man unter quasi die Türmatte drunter legt. Lass es uns einfach kleine Erinnerungen nennen. Sie sehen hier diese kleine Matte, die übrigens ein wunderschön langes Kabel hat, nämlich 5 Meter lang und mit einer kleinen Sirene versehen, die ich jetzt auf Alarm oder auf Klingelton stellen kann. Und jedes Mal, wenn jetzt jemand diese Matte berührt, geht der Klingelton los. Und jetzt, wo brauche ich sowas? Das ist ganz, ganz einfach. Zum Beispiel, man kennt das von Geschäften zum Beispiel. Ich rede jetzt mal von einem Blumenladen zum Beispiel, wo nicht immer jemand vorne im Laden ist. Da hast du auch eine Fußmatte. Da legst du es zum Beispiel unter die Fußmatte und sobald ein Kunde hier natürlich das Lokal betritt, also das Ladenlokal, wird hier ein Signal losgegeben. Das hören wir jetzt. Sie sehen, leichte Berührung reicht. Das lege ich jetzt unter die Fußmatte. Ja, hier unsere Pearl TV Fußmatte ist ein bisschen größer, passt, Sie sehen es auch locker, unter einen kleinen. Und das ist jetzt gewerbliche Anwendung. Aber im Privatbereich, so vielfältig einsetzbar, zum Beispiel, viele lassen doch mal die Terrassentüre offen. Ja? Und dann kann es eben mal passieren, dass ungebetene Gäste kommen. Das müssen nicht unbedingt Einbrecher sein, das könnte auch mal die Katze vom Nachbarn sein oder ähnliches. Und wenn das passiert, wenn hier irgendeine Belastung draufkommt, dann bekomme ich diesen kleinen Klingelton und weiß, da ist jemand da. Sie sehen das, ist unsichtbar für jeden anderen und diese Klingel kann ich auch weit weg machen. Ich könnte das natürlich auch installieren, zum Beispiel an der Katzenklappe, die ja viele Haushalte haben. Und wenn die Katze dann kommt, weiß ich immer, aha, meine Katze ist wieder da. Aber die Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich noch vielfältiger. Ja? Ich kann zum Beispiel, auch viele haben ein pflegebedürftiges Familienmitglied zu Hause, oftmals altersdement, da ist man ein bisschen verwirrt. Oder auch Schlafwandler im Haus. Schlafwandler, ja? Das ist ein Riesenthema. Und da, du kannst ja nicht die ganze Nacht wachen. Und jetzt legst du einfach vor dieses Zimmer eine Fußmatte und machst da diese Matte drunter. Und sobald jetzt hier die betreffende Person aus dem Zimmer rausgeht, weißt du Bescheid und kannst dann eben reagieren. Also du siehst, unglaublich vielfältig einsetzbar, batteriebetrieben. Und Sie sehen hier, der Klingelton ist natürlich auch jederzeit ausschaltbar. Und wenn ich dann wirklich mal, wenn mir das zu leise ist, so ein persönlicher Klingelton, dann gehe ich auf Alarm. Schauen Sie mal hier, ich habe 3 Stellungen, den Klingelton, ich habe die Nullstellung und ich habe den Alarm. Und jetzt bitte steh mal kurz drauf. Ja, jetzt hören wir gleich mal. Achtung, wenn ich jetzt hier drauf trete, liebe Zuschauer. Mach mal. Dann geht nämlich der Alarm los. Der geht dann natürlich auch wieder nach ein paar Sekunden aus, aber ich mache ihn jetzt auch aus. Das ist also wirklich, wenn du, ich sag mal, die Terrassentür schützen willst. Ja? Also das wäre das jetzt ist wirklich ein Riesenschutz. Ganz ich finde es so, so toll. Ich muss sagen, ich habe sowas noch nie gesehen selber, habe sowas noch nie vorher erlebt und war da total begeistert. Gerade was du auch gerade angesprochen hast, Terrassentür zum Beispiel, da hat man eh eine Fußmatte liegen. Aber wenn man die Terrassentür dann auch mal auflässt, da hat man ja immer auch so ein bisschen Angst, dass da vielleicht mal jemand reinläuft, auch wenn man dann sich immer in der Wohnung bewegt oder so. Hier hört man direkt, wenn da jemand reinkommt, auch wenn man die Kinder vielleicht im Schlafzimmer hat, die da schlafen sollen. Man weiß ja nie, wann das Kind dann auch aus dem Schlafzimmer rauskommt, wenn man sich dann vielleicht selber aber immer in der Wohnung rumbewegt oder auch mal in den Garten geht. Hier hört man das direkt. Hier sehen wir das vor einer Zimmertür, also wahrscheinlich diese Anwendung, die ich gesagt habe. Das Kabel ist jetzt lang genug, um es das ist ein Eingangsbereich, also um das Kabel reinzulegen. Wir haben ja 5 Meter Kabel. Das kannst du ganz einfach am Boden entlang, vielleicht auch in der Lamborie versteckt hier installieren. Also hier sehen wir es im Eingangsbereich. Dann kündigt sich sofort an, wenn jemand vor der Türe steht, selbst wenn ich keine Klingel habe. Mhm. Ja, und hier sehen wir, jemand Ungebetener ist erschrocken wegen dem Alarm. Wo ich das auch mir gut vorstellen kann, ist im Campingbereich. Viele haben ja Campingplätze, wo sie fest hinfahren. Dann hast du einen Wohnwagen und hast ein Vorzelt. Ja? Und wenn da jemand ungebeten hinkommt, kriegst du das nicht mit. Jetzt legst du ans
Vorzelt, eine Matte. Mhm. Und das hier drunter ist ja batteriebetrieben, kein Problem. Ja. Das hier kannst du bis ins Wohnwagen reinlegen mit dem Kabel und bist dann immer alarmiert schon, wenn jemand in dein Vorzelt kommt. Und das kann natürlich auch mal so ungebetene Gäste hier rechtzeitig ankündigen, beziehungsweise, dass man dann gleich Bescheid weiß, hoppla, da steht jemand im Vorzelt. Also Sie sehen, Anwendungsmöglichkeiten vielfältig als Alarm bei der Terrassentür, als kleine Erinnerungen natürlich in Ladenlokalen, da kommt jemand. Oder dann auch, wenn man pflegebedürftige Mitmenschen hat, also seine Familienangehörigen, entweder Demenzerkrankte oder natürlich auch Schlafwandler. Das ist ja auch immer mehr ein Thema. Man erwischt die ja nicht oftmals. Ich habe schon die tollsten Geschichten gehört, die nachts auf der Straße wirklich laufen und die Angehörigen sind zu Hause und irgendwann kommt die Polizei und klingelt, wir haben da jemand gefunden. Ich glaube, der gehört zu Ihnen. Ja? Mein Bruder ist Schlafwandler. Oh, also ich kann dir da auch viele Geschichten erzählen. Mhm. Also der läuft dann auch nachts raus. Deshalb, ich kenne das Thema. 16,06 €, um da einfach ein bisschen Kontrolle zu haben, um sich dann auch zu schützen, kann man vielfältig einsetzen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, diese Klingeltrittmatte, die Sie einfach unter die normale Fußmatte drunter legen können. Also für 16,06 €, so ein tolles Produkt, vielfältig einsetzbar. Und Sie stellen es entweder auf einen Klingelton oder dann auch auf den Alarmton oder Sie können es auch ausmachen, je nachdem, wie Sie möchten. Das Ganze batteriebetrieben, hier sehen wir es auch noch mal sehr schön. Da sollten Sie jetzt einfach zugreifen. Mit der NX 5767569, die Kollegen im Callcenter sind da jetzt für Sie da. Und Sie können selbstverständlich auch gleich 2 oder 3 bestellen. Richtig, ich weiß auch von vielen, die ganz unruhig schlafen, nicht wenn die Kinder nicht zu Hause sind, sondern wenn die Katze nicht zu Hause ist. Ja? Mhm. Und das ist auch sowas, du machst das einfach vor die Katzenklappe, dann natürlich die Klingel nicht direkt nebendran, könnte die Katze erschrecken. Hier haben wir ja 5 Meter Kabel ein Stück weg und wenn es dann klingelt, weiß ich, aha, Kätzchen ist schon zu Hause. Hoppla, ich habe wieder auf Alarm eingestellt und du hast gerade leicht drauf gedrückt. Da sehen Sie mal, das ist also auch bei der kleinsten Berührung, also auch beim Gewicht von Katzen, reagiert das. Und jetzt mache ich nochmal auf den Klingelton hier. Ja, und du siehst nochmal hin. Ich zeige es nochmal, wie es drunter gemacht wird. Also Sie sehen, das legen Sie einfach hin und schieben das dann dementsprechend einfach unter die Fußmatte dann drunter. Die Fußmatte einfach drauflegen. Das Kabel, wie Ralf auch gerade gesagt hat, das kann man dann schön auch dementsprechend in so einer kleinen Fuge verstecken, in der Lamborie verstecken irgendwo, wenn man das möchte, dass Sie das gar nicht sehen. Den Schalter dann irgendwo anbringen auch. Und wenn dann jemand kommt und dann da drauf tritt, dann geht natürlich dementsprechend... Also hier ein einfaches Klingeln im Prinzip. Das reicht ja schon aus, um Besuch anzuerkennen. Und wenn ich mich wirklich schützen will und auf keinen Fall das überhören will, dann gehen wir jetzt, ich schalte noch mal kurz auf den Alarm. Ja. Und jetzt tritt noch mal drauf, weil das hört dann nicht nach einmal auf, sondern das geht ein paar Sekunden so. Und das ist absolut nicht zu überhören. Ja, ich schätze mal so 110 Dezibel dürften das sein. Also wirklich laut genug, um erstens mal ungebetene Gäste abzuschrecken und um sie rechtzeitig zu alarmieren. Was sie nachher eingestellt haben, das ist ja, hängt davon ab, wie sie es einsetzen wollen. Also Geschäftsbereich, Tierklappe, pflegebedürftige Familienangehörige vor die Tür oder einfach an die Terrassentür. Das sind für mich so die Haupteinsatzmöglichkeiten. Vielleicht fällt Ihnen noch was anderes ein. Ja, vielleicht auch, um mich selber einfach zu schützen. Ich meine, ich zum Beispiel als Frau, ich weiß, wenn ich alleine zu Hause bin auch einfach, da hat man ja auch immer so ein bisschen Angst. Man hat ein mulmiges Gefühl, vielleicht kennen Sie das dann auch, wenn man allein zu Hause ist. Man hat vielleicht keine Alarmanlage in der Wohnung. Da fühlt man sich immer so ein bisschen unwohl. Wenn man das dann auch vielleicht innen einfach, ich habe zum Beispiel auch innen noch mal eine Fußmatte, wenn man das einfach innen dann noch mal vor die Fußmatte legt, weil man liest ja auch immer mehr von mehr Einbrüchen, die passieren, während die Personen zu Hause sind, während die Hauseigentümer, die Wohnungseigentümer dann schlafen. Ne? Deshalb da einfach sowas hinlegen, dann den Alarm einschalten, dann werde ich geweckt, falls jemand in meine Wohnung kommt. Ja, ne? Und der wird gleich alarmiert, dass er abzuhauen hat, weil die Alarmanlage losgegangen ist. Also vielfältig einsetzen. Jetzt mal das Ganze für 16,06 €. Und ich glaube, das ist ein bisschen Schutz oder Erinnerung oder natürlich auch Hinweis, dass sich jemand in meinem Bereich befindet, der wirklich für jedermann bezahlbar ist. Die NX 5767569 ist da nochmal Ihre Bestellnummer. Die Kollegen im Callcenter sind da jetzt nochmal für Ihre Bestellung da. Sowas muss man einfach haben. Das ist eine ganz, ganz sinnvolle Sache. Ja. Ein neues Produkt hier bei uns. Aber ich finde es wirklich ganz, ganz klasse. Ich habe das noch nie gesehen an keiner anderen Stelle, aber bin da richtig begeistert von, weil das sind 16,06 €, ganz kleines Geld für viel Sicherheit und das sollten Sie sich auch nach Hause holen. Richtig. Deshalb gleich in die Leitung gehen, die Kollegen im Callcenter sind jetzt noch mal für Sie da.